zur Deckung raus. Was ist denn da los? Und der rollt erstmal. Er rollt und rollt. Warte mal aus dem Weg hier. Wir machen jetzt eine wie heißt der, eine Raupe. Bilde eine Raupe. Wir rollen jetzt einfach so seitwärts in die Stadt rein. Raupe bilden. Bildet eine Raupe. Komm her, du, nicht weglaufen. Eine Raupe bilden. Raupenpolonaise. Ja, oh, ich sag. Ist auch gar nicht, ein Spieler sieht, was machen die denn da? Bam, 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 tot. Nein. Wir lachen sie erstmal tot. So, ich gucke jetzt erstmal mit Zoom. Tito. Genau. Zelenogorsk. Zwei Frauen, ein Mann. Kämpfen ums Überleben. Wir müssen für Reproduktion sorgen, das wisst ihr schon, ne? Kein Problem, Dreier steht ist drin, aber erstmal müssen wir hier die Stadt für uns sichern. Vor allem haben die Frauen die Hosen an. Hot Girl on Girl Action sehen von euch hier. Hooray! Du trägst das kleine rosa Tütü. Und ich komme in der langen Schlange aus dem Schrank aus Saints Row 4. Vielleicht können wir noch ein paar Zombies einladen und einen kleinen Gangbang machen. Ja, super. Ach, die müffeln immer so. Die brauchen immer so viel Deo, bis das dann aufhört. Ja. Und die sammeln immer so viel. Die Geräusche sind nicht das Problem. Die macht man auch, wenn man nicht ein Zombie ist beim Sex. Jetzt aber mal gucken. Ja, die Tränenflüssigkeit ist natürlich gerade extrem hinderlich. Was gescheit zu sehen. Moment. Meinst du, man kann sich Zombie-Sexklaven halten? Wenn die keine Zähne mehr haben, ist das bestimmt nicht. Wollte ich sagen, Zähne rausbrechen, fesseln. Und du hast genügend Öffnungsmöglichkeiten. Ihr seid so widerlich. Ihr seid so widerlich. Vor allem, ich habe jetzt Bilder im Kopf von so einer sabbernen, blutigen, verwesenden Zombie-Fresse. Ich glaube, das gibt es sogar schon, irgendwie sowas. Blow-up-Dolls, Zombies. Zombie-Pornos gibt es ja schon, von daher. Ja. Das ist, ich habe noch keinen gesehen, nein. Will ich nicht jetzt behaupten, aber ich stelle es mir eklig vor. Zombie. Z, gesichtet. Wo? 12 Uhr. 12 Uhr in der Mauer, aber bei der ja, Mauer. Ja, genau. Den habe ich auch gerade im Visier. Die Frage ist, ob ich den jetzt mal abschieße, um zu gucken, wie die Reichweite von dem Tier so ist. Nein, nicht schieße. Diese Reichweite ist sowieso scheiße. Kannst du vergessen. Ich ziehe Axt. Mit der Mosin geht es ziemlich geil. Schon getestet? Ja, ich hatte eine, aber die habe ich dann verloren durch Ausloggen, weil ich die nur in den Händen hatte und keinen Inventarplatz, weil ich schon eine richtige, also M4 halt auch hatte. Ich sehe den im Übrigen immer noch nicht, den dicken, fetten Zombie. Wo ist denn der? Zwei Zombies übrigens, zwei Zombies. Dann sind aber keine Menschen mehr. Der eine ist links am Stadtrand, bei dieser Scheune. Eine ist links und der andere ist... Ach da, jetzt sehe ich ihn auch, da war ein Busch im Weg. Den einen sehe ich, den anderen sehe ich nicht. Das Haus kann man eh auslassen, das Haus kann man auch auslassen. Also beide Häuser kann man... Ach, da vorne, jetzt sehe ich ihn auch. Das ist durch meine... Und Zombie auf dem Feld vorne hier. Kommt, hat mich gesehen, kommt auf uns zu. Na, Zombie auf dem Feld? Ja, hier rechts von uns, auf diesem komischen Sonnenblumenfeld, das vertrocknete. Guck mal, wie der mich sehen kann hier. Ich knie. Naja, der ist aber ewig weit weg, das dauert ja ewig, bis er hier ist. Ja. Geh mal auf Third Person. Aber mit der Axt, ne? Da kommt einer angerannt. Ja, das haben wir doch gesagt. Der sieht mich, weil ich hier am Knien bin. Ich zieh mich mal ein bisschen hinter dich zurück und du gehst gleich mal mit der Axt und sagst ihm guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ob der andere auch noch gleich kommt, aber ich glaube, der steht mit dem Rücken zu uns, oder? Kann ich eigentlich so hochzuhauen? Ja, ja, jetzt steht mit dem Rücken zu uns. 23, 22, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Erhebung wird langsamer. Oh mein Gott, ich komme den Berg nicht hoch. Ich habe sie vielleicht geschockt. Ja, wo ist der Zombie? Ja, wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Hallo und tschüss. Glaubst du, ich treffe die? Ja doch, jetzt. Blutig? Nee, ich glaube nicht. Nein. Was sieht so aus? Ich glaube, der hat einmal getroffen oder so. Aber kein Blut. Also in der Hocke kämpfen ist scheiße im Übrigen. So. Und wie sie der da drüben guckt in unsere Richtung, aber hat es, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich will mal gucken, wie nah wir rankommen, wenn wir kriechen. Das habe ich noch nie getestet. Noch nie getestet. Rechts hast du gesagt. Hast du den da vorne im Blick? Ich hatte den rechts er im kommt, Blick. Er kommt, er kommt. Es gibt's doch gar nicht, ey. Das ist doch so eine Scheiße. Ich stehe auf. Ich will mal was testen. Die sind hungrig, die Typen. Da hast du den rechts im Auge, ja? Ja. Gut. Der kommt. Der rechte auch? Dann nimmst du den rechten. Ich nehme den vorderen. Machst du mit der Pistole? Ja, ich will testen, wie gut sie ist. Ich habe nämlich genau im Ziel. Ich könnte jetzt schon schießen eigentlich. Wie weit schießen die eigentlich? Kann ich nicht einstellen. Ja, gut. Ich teste jetzt. Nicht erschrecken.
Okay, das war schon mal gar nichts. Ich habe den Einschlag an der Mauer hinten gesehen. Habe den einen Zombie aus den Augen verloren. Müsste irgendwo da Der kommt kommt ab. rechts von dem Haus. Also man braucht gut 3 Schüsse. Mit der Magnum? Was? 2 Schüsse mit einem M4. Aber ich habe eigentlich nicht gut geschossen, obwohl ich auf Zieldings habe. Im Übrigen, ich habe keine Munition für die Waffe. Ich habe Großartig. Muni dabei, wenn ihr wollt. Ich brauche dafür 3 57er. Irgendwo ist Und Zombie Geräusch oder ist wieder random Zombie Geräusch? ich hoffe, es ist ein Zombie-Geräusch, random Das ist. Random Geräusch hatte ich aber auch nicht gerade. Ja, dann war das nur ein random Geräusch. Okay. Also, sind Spieler da? Wissen Sie, dass wir da sind? Das ist aber nicht schlimm. Ich wechsle mal auf die Hauptfeuerwaffe, aufs M4, da haben wir eh genügend Munition für. Ich würde sagen, M4 war eben gerade 2 Schüsse und der war auf Entfernung down. Und ich fand das auch nicht so laut, muss ich sagen. Das M4 fand ich leiser als den Colt. Ja, Ist das M4 auch habe ich gar nicht so. gehört. Das war so und das war's. Und der Colt war bam, bam. So, Also also das ist halt du gleich. brauchst nicht kriechen. Also das, wenn die. Wer hat Das war geschossen? M4. Ja. Na, jetzt wird er den Colt nicht rausholen. Ja, lass mal. Ah, jetzt. Oh, keine Muni. Ja. Ich habe doch Oh. keine Colt-Muni. Ich robbe mal hier zu dem. Robbe er, genau. Es ist komisch. Ich habe eigentlich 3 57er. Und was braucht der Colt? 375. 3. Du meinst 357. 357, ja, also Komisch. 357. Robben brauchst du jetzt eigentlich nicht. Hocke reicht. Die Zombies sehen uns auch beim Kriechen, wie wir gemerkt haben. Was totaler Blödsinn ist, aber egal. Da waren die in der Mod definitiv besser programmiert. Das Haus brauchen wir nicht, das ist grau. Ja, ich gehe trotzdem über den Zaun und dann durch den Garten. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid, komme ich hinterher. Zack. Risse, wo bist du? Ich bin noch bei unserer alten Posi hier bei den Büschen, aber ich habe gerade die Munikiste getroppt, weil ich mal reingucken wollte. Achso, Ach dann so. Aber die ist jetzt nochmal noch zum vorne. Erinnern, sag das, sonst sind wir plötzlich weg. Und dann kommst du uns hinterher und wir halten dich für einen Feind. Mach das bitte. Also, es ist bei Hubi immer genauso schrecklich, wenn man mit ihm zusammen irgendwelche taktischen Sachen spielt. Der macht den Mund nicht auf. Bin übrigens tot. Wollte ich nur mal gesagt haben. Was? Das schon seit einer halben Stunde. Was? Genau, ich erschieße euch, ich bin auf der anderen Seite. Ja. Guck, deck's nach da, ich deck nach hier. Genau, ich deck dich. Rrr. Hab diesen kugelsicheren Holzzaun in meinem Rücken. Das ist auch sehr geil, tatsächlich, stimmt ja. Ich sehe Hooray nicht, das ist cool. Du könntest einfach mal so ins Gebüsch feuern, mal gucken, ob ich ihn treffe. Nee, das ist keine gute Idee. So. Nachher schießt er noch zurück. Der Busch. Der wird da gefeuert. Oh, ich will Molotow-Cocktails haben. Ich frag mich, wo die alle sind. Ah, da kommt der Hooray. Ich muss Bescheid sagen, ich hätte dich fast erschossen, Mann. Wer soll denn da sonst aus dem Busch kommen? Ja, was weiß ich, der ist von hinten vielleicht durchgelaufen, hat dich nicht gesehen und läuft weiter. Das geht tatsächlich in diesem Spiel. Das stimmt. Du hast ja kein Ich habe Namensschild über dem letztens Kopf. ein Video gesehen, da waren sie irgendwie unterwegs. Einer sagt, ich bin kurz AFK pissen, geht in ein Gebäude rein. Und dann geht in dasselbe Gebäude ein anderer Spieler rein, der nicht zur Gruppe gehörte. Ja, so schnell geht das nämlich. Wir können weiter. Gnaddel nimmt die Spitze, Hurry bleibt in der Mitte, ich deck nach hinten. Und da ich kein Mann bin, kann ich ja Hurry auch gut decken. Oh ja. Oh ja. Boah, diese blöden um die Ecken Laufereien immer. Ich geh mal wieder. Mal hier ins Gebäude rein oder was? Achtung, ich komme wieder rum um die Ecke. Wie Versuch gerade mal Umgebung ein bisschen man sich auf Third sich wirken Person lassen zu besser sehen. bewegen kann. Ich verstehe das gar nicht, warum das so ist. Also deutlich besser bewegen kann. Bis jetzt alles clear aus hier. Ja. Braucht jemand Und Wasser? Ist noch eine eine Tür Wasserpumpe irgendwo nur? gewesen? War hier ein Wasserteil? Ich meine. Ich gehe mal ins Haus rein hier. Okay. Ach, was ist der Eingang? Der ist ja hier. Ich komm nach, nicht erschrecken. Komm an der Mülltonne Er ist vorbei. komplett um die ganze Haus, um das ganze Haus rumgelaufen. Ey, super. Der Tisch ist gedeckt mit Canned Tuna. Und komme rein. Ist hier nicht ein Hinter? Ne, Hinterausgang ist hier nicht. Ich hätte ja auch mal in die Hocke gehen können die ganze Zeit. Wo ist Hooray eigentlich? Ich bin Er noch ist draußen. draußen, bei dem Sonnenblumenfeld da, hoffe ich. Achso. Also vor dem Hier ist Sonnenblumenfeld. eine Rotten Kiwi, Badly Damaged. Einpacken zum Dingsen. Ich pack's mal ein. Komm. Zum Essen geben. Hooray, wir haben was frisches Obst für dich gefunden. Ja. Ach, das ist ja nett von euch. Damit dein Vitaminhaushalt auch, Echt, ne? damit du nicht Skorbut bekommen bist.
Die Zähne ausfallen. So, der ist nach einem Sonnenblümchen gucken, dann gehe ich mal um die Ecke. Ich gehe übers auch übers Feld rüber. Allerdings sehe ich Also nicht Urin direkt nicht. übers Feld, aber Doch, ich bin links neben dir direkt. da, hier ist er, da ist er. Ach, da drin. Ach so, okay. Gnadl sollte ja die Spitze nehmen, stimmt ja. Okay, dann würde ich sagen. Suchst ein Haus aus, gehst hin und wir gehen hinterher. Musst du Bescheid sagen, wenn du vorgehst. Ach ja. Ich gehe vor, ich gehe vor, ich gehe durch die Bäume und nach links, nach rechts. Muss mal kurz über den Zaun hüpfen. So. Gehe da hier vorne erstmal zu dieser Barn hin, hier quasi zu diesem Alles klar. Ich guck Bauernhof. mal gerade nach links den Straßendingsbums da hoch. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Okay, komm hinterher. Du bist in der Barn. Hier rein. Hier Achso, ist nee, ich warte eben mal. alles zu. Ohne Scheiß. Die ganzen Gatter. Es ist alles zu. Ja, kommen jetzt hinter Haus euch ist her. zu, da hinten ist eine Auch. Pumpe, wenn wir gleich trinken wollen. Aber ich gehe erstmal hier in den Dings rein. Yep, bin da. Ray kommt auch, sehe ich gerade. Ich guck mal gerade, meine Ray-Hoodie, Wasserflasche ist auf Gaskartusche, 100%. Flanellhemd. Das gute Flanellhemd. Mal einmal kurz hier rein. Ja, will da seinen Arsch nicht rum. Hier ist nichts. Ray, magst du reinkommen? Ich wäre jetzt hier auf dem Hof geblieben und hätte weiter die Umgebung im Auge Okay, behalten. alles Green klar. Hoodie. Motorradhelm. Da liegt eine Hose. Ja, ist wieder typisch, die Barn ist halt so, nur Klamotten, Ausrüstungs, Dings, Bums, Gedöns. Ja. Wir kommen raus. Ja. Ich gehe mal zu dem Brunnen. Hurry, kommst du nach hinten? Ja. Du bist es ja dann quasi da. Ja, da ist alles klar. Guck mal, ich gucke mal gerade Richtung Kirche. Es gibt so eine schöne Regel im Übrigen, wenn man anfängt, unvorsichtig zu werden in DayZ, heißt es ausloggen. Muss ich jetzt sofort ausloggen? Wieso, du bist doch nicht unvorsichtig. Guck mal, du sitzt doch hier schon in der Ecke und ich könnte dich jetzt erschießen. Ja. Ich gehe ins Haus rein, einer trinkt, andere schützt. Ich trinke. Gehe ich rein und kommen dann gleich wieder raus. Die Türen sind echt alle zu. Das ist echt ein gutes Zeichen. Also. Ich gehe. Nach wo gibst du Deck noch lang? So, okay. Ich So, bin drin. mal noch Flasche auffüllen. Ja. Hier ist ein liebes Tagebuch. Habe lange keine Zombies gesehen. Überlebe durch Fingernägel kauen. Was steht da oben? Da oben ist irgendwie ein Klamottending. Das ist nicht so wichtig. Reis. Ich habe Reis gefunden, der kommt direkt mit. Wieso geht denn jetzt dieses blöde Menü hier nicht auf? Lecker Reis. Zweite Geht Reispackung. übrigens am besten im First-Person-View an der Pumpe. Dann haben wir ja natürlich unsere obligatorische, unheimlich leckere Rotten Orange, die ich natürlich auch einpacke. Für unsere, wenn wir dann doch mal jemanden finden. Und einmal etwas Baked Beans. La Hommage. Habe gerade letztens, als ich mal im Keller aufgeräumt habe, eine Dose Baked Beans gefunden. Und guck mal einer an. Nom nom. Ich habe eine Verfall, Wasserflasche. tada. Verfallsdatum 1900 irgendwas. Eine Kantine gefunden, hervorragend. Nochmal ein bisschen Thunfisch. Was bist du? Eine Kiwi. Die ist eine Rotten Kiwi Pristine. Nehmen wir natürlich auch mit. Muss nochmal meine Flasche auffüllen. Ich wechsle mal eben auf die Flasche. Und Jo, ich habe alles das so im muss Blick erstmal hier. reichen. Jetzt komme ich raus. Jetzt kann ich meine Flasche nämlich dann auch gleich mal auffüllen. Ich habe eine neue. Ah, ich bin gerade dran, also gib mir Deckung. Ich muss so Bin gerade bald. das Ding reinziehen und dann mache ich die hier weg. Zieh dich da rein. So. Du Okay, ich habe meine Bottle gefüllt. Ich bin fertig. Alles klar, dann gehe ich jetzt an den Brunnen. Du Nach da tut. Deckung, ich gebe nach da Deckung. So. Wechsle auf die gute Kantine. Die in 3 Jahren irgendwann mal ausgerüstet ist, wenn man die 0 20 Mal gedrückt hat. Für Waterbottle. Was schön Aber war. neuer, man will in alle Richtungen dauernd decken. So, und dann schön trinken. Trinken. Trinken Sie das Wasser. Trinken Sie schneller. Weiß immer nur eins, wenn ich in die Stadt komme, gehe ich immer durch diesen Mauerriss hier. Das sieht irgendwie so aus. Ich hänge jetzt momentan an diesem schönen Ausguss und pumpe mir das Wasser quasi richtig schön durch die Lungen ins Gedärm. Mit der Schwengelpumpe. Ja, mit der Schwengelpumpe.
Haben Sie was gegen meine Schwengelpumpe? Private Polar. So, fertig. Gut. Fühle mich gefüllt. Von oben bis unten mit dem Wasserschwengel. Achso, musst du noch trinken? Bin fertig. Boah. Nee, ich meine Hurry. Du trinkst noch? Ich stemme jetzt einfach noch ein bisschen, aber. Achso. Ich glaube, auf die Entfernung kann ich tatsächlich mal auf 100 stellen. So. Ah, bin schon fertig, okay. Ach, Häuserkampf ist aber immer so zwischen 100 und 50 Metern. Ich lass mal auf 50. So, ich glaube, wir gehen mal. Ich gehe mal hier lang. Alles klar, da lang. Spannend geht's weiter. Man nennt mich auch den Point Man.